Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Feed the Beast Infinity Warf Skyblock Expert Mode. Ich habe gerade schon ein bisschen Shards hier gefarmt. Machen wir das nochmal. Einfach kurz wegschnetzeln, was hier alles so rumkreucht und fleucht. So, einmal die XP mitnehmen. Das ist so ultra effizient. So, dann gucken wir hier rein. Und ich habe hier hinten noch so einen Schalter dran gemacht, damit wir den Mülleimer ein- und ausschalten können. Okay, jetzt ist nichts Sinnvolles da. Jetzt können wir einmal leeren. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Ein gutes Herz hätten wir rausnehmen können. Und das Creeper-Herz vielleicht auch. Aber also, ich habe jetzt mittlerweile 7 Weak Blood Shards. Die Frage ist, wofür habe ich die eigentlich nochmal gefarmt? Also, ich weiß, dass ich das Schwert... Also, wir haben das Schwert gebaut, um an die Blood Shards zu kommen. Und um das Schwert zu kommen, haben wir das Ritual gemacht. Dafür haben wir den Altar gebaut. Also das ist schon... Ach ja, für die Capstones hier, ne? Stone. Für Large Bloodstone Bricks. Genau. Für Large Bloodstone Bricks. Dafür brauchen wir 1, 2, 3, 4 Ritual Stones und eine Weak Blood Shard. Okay. Ritual Stone haben wir natürlich nur 3, war ja klar. Stone. Rune. Die Runen sind ja deutlich billiger. Okay. Eigentlich habe ich gerade irgendeinen Unterstand dafür hier gesucht, weil ich brauche den jetzt. Wir können ja... Ach, wir lassen das mal kurz in der Luft schweben und später bauen wir wieder was hin. So. 4 Stück. Eine Weak Blood Shard und natürlich könnten es vorher noch mal ein bisschen aufladen. So. So, ein bisschen Blut in den Altar packen. Das ist eine gute Sache. Es funktioniert so gut. Ich brauche halt noch irgendwelche Schalter, die dann halt das auch ausschalten, die Mobfarm und so weiter. Wobei wir die Mobfarm eh ändern werden, aber ich werde niemals alle hier wegschnitzeln können, ne? So schnell geht das hier. Der Wahnsinn. So. Wie viel haben wir denn mittlerweile? Über 60.000. 64.000. Okay, das reicht locker. Wir brauchen 2,5. So. Gut. Na dann. Go for it. Oh, es geht schnell. Nice. Large Bloodstone Brick. Und die kommen jetzt dahin. So, so und so. Sehr schön. Jetzt hätten wir den Tier 1, 2, 3, 4. Wir haben jetzt Tier 4. Für das nächste Tier brauchen wir Nethersterne. Und für einen Nethersstern brauchen wir Tier 4, haben wir. Und 20.000 LP. Okay. Das ist aber in Ordnung. Denn, was wir jetzt hoffentlich machen können, ist das Well of Suffering Ritual. Dafür brauchen wir... Bauen wir dafür das hier ab? Ich würde mal sagen, Mount, ja, aber schauen wir, ob wir vorhin vielleicht noch irgendwas anderes binden. Nee. Eher nicht so. Quarz 4, Unbound Crystal.
Wir müssen halt jetzt schauen, nicht, dass wir gleich Binding Ritual. Crystal Scribing Tools, Bound Scribing Tools, okay. Ach, dann kann ich meine Thaumcraft-Sachen mit Blut schreiben. Ja, okay, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Okay, nee, ich glaube, wir brauchen das Ritual nicht mehr. Ich hoffe, wir brauchen das Ritual nicht mehr. Okay, die werden alle wieder zu normalen Ritual Stones. Das ist sehr schön. So. So, 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 so. So, so, so. So, so, so. So, so, so. 22. Ist das richtig? Nee, ich wollte gerade sagen, es kommt mir zu wenig vor. 24 kommt mir eigentlich immer noch zu wenig vor. Ich dachte 28. Nee, 24 und 4 da und 4 war noch übrig. So ist richtig, ne? Jetzt gehen wir nochmal mit den Magneten hier lang, aber ich glaube, es könnte so stimmen, wie es ist. Okay. Master Ritual Stone. So. Und das ist halt jetzt die Sache. Ich hätte das ja ganz gerne hier unten, den Well of Suffering. Und zwar da so. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Wir brauchen mal unser Tool. Unser Tolestol. Den Ritual Diviner. Den brauchen wir später. So. Tier 4 ist am Start. Das ist super, dass wir jetzt Tier 4 haben. Oh. Aber das geht ja soweit ganz gut. Nur mehr ist hier nicht drin irgendwie. Well of Suffering. Cannot place Dusk Runes. Ach, da steht's. Wir brauchen Blank Stones, Air Stones, Water, Fire, Earth, Dusk. 4 Dawn. Cannot place Dusk Runes. Das ist wahrscheinlich das Problem, dass wir diese Dusk Runes brauchen. Diviner. Wie war das? Wie kann man den upgraden? Und Diviner. Dusk and Dawn. Das hier würde uns erstmal reichen. Dafür brauchen wir Demonic Slates und die Dinger. Block of Coal ist kein Problem, das probieren wir gleich aus. Das müsste ja jetzt gehen, dank Tier 4. Und Imbued Slate, Reinforced Slate. Okay. Wir müssen mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wäre schön. Also, wir brauchen zwei Kohleblöcke. Das ist der billige Teil. Und dann brauchen wir noch. Dann brauchen wir noch. Haben wir noch Slates? Imbued Slate. Davon haben wir eine. Und ansonsten bräuchten wir Arcane Stone. Aber Arcane Stone haben wir noch ein Stack. Okay. Das ist grundsätzlich schon mal ganz gut. Das ist sogar sehr gut. So. Oh, der Blutaltar ist schon echt enorm, ne? So, rein theoretisch sollte das jetzt funktionieren. Wenn es denn ein Tier 4 Altar ist. Vielleicht haben wir nicht genug Blut. Wollen wir den mal kurz auffüllen. Aber es funktioniert nicht. Weil. Oh. Weil hier Runen fehlen. Und hier auch. Oh. Ich glaube, ich habe die mal hier abgebaut zum Abstecken. Okay. Ist noch kein Tier 4.
1, 2, 3. Dauert noch einen kleinen Moment. So, jetzt ist ein Tier 4, Alter. Richtig? Jawoll. Wusste ich doch. Sehr schön. So. So, jetzt eine solche Slate. Und die braucht jetzt irgendwie 20.000 oder so. Also zwei komplette Pools voll, ne? Also lohnt sich das auf jeden Fall. Boah, ey. Der saugt da ganz schön dran an dem Teil hier. Aber hilft dir nichts. So. Ne? Boah, ist echt eine Menge Blut, das da reingeht. Jawohl. Und wir haben eine Demonic Slate. Und wir brauchen aber zwei, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ritual Diviner, Stufe 2, braucht zwei Demonic Slates. Das heißt, wir brauchen erstmal einen davon. Geht das jetzt eigentlich schneller in einem Tier 4, Alter? War das jetzt schneller? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir hier ehrlich gesagt einfach nur zugucken. Wir können... Kommt denn die Spinne da raus? Wir können hier durchaus nochmal kurz den Altar voll opfern, damit hier auch genug Blut drin ist. Also ich muss sagen, ich mag Blood Magic irgendwie. Also es war jetzt nicht so komplett, oder ne, es war nicht wirklich mein Fall. Aber was halt auch daran lag, dass ich mich nie damit auseinandergesetzt habe. So, das ist jetzt die Imbued. Jetzt müssen wir nochmal warten. Das wird jetzt die teuerste. Die 20.000 verbraucht, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne, 15.000, okay. Geht also noch. Und das müssen wir dann natürlich rechtzeitig jetzt rausnehmen. Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber es gibt noch Runen, die das Ganze hier beschleunigen, aber die Runen an sich herzustellen ist halt schon ziemlich echt. Aber sobald das hier alles automatisch immer voll geht, können wir das automatisieren. Und das wird toll. Okay. Jetzt können wir eine wunderschöne Sache bauen. Und zwar ein Ritual Diviner. Diese Dinger hier. Und Demonic Slates. Und der kann jetzt auch Dusk Runes platzieren, nur keine Dawn Runes. Aber brauchen wir nicht. Binding, High Jump, Magnetism, Crusher, Speed, Shepherd, Well of Suffering. Der Well of Suffering braucht keine Dawn Runes. Das heißt, der reicht. Die einzige Frage ist. Ach nein, jetzt habe ich es. Well of Suffering, genau. Wie viele Runen brauchen wir insgesamt? Oh, wir brauchen mehr als wir haben, ne? 16, 20, 28, 32, 36. Ach, da unten steht der Total Stone. 36 brauchen wir. So viele haben wir nicht. So viele haben wir nicht. Und wie komme ich jetzt da unten rein? Das ist auch eine gute Frage. Ich würde mal sagen, ich baue einfach diesen Stein hier ab und diesen Stein hier ab. Dann komme ich hier auch schön rein. Was? Ritual of the Shepherd? Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Und das wollte ich. Das
Also das ist ein bisschen schwierig mit dem Durchschalten. Genau, ich wollte den Well of Suffering, aber der ist jetzt wahrscheinlich schon gelaufen. Ich baue einfach nochmal alle ab. Ich kann jetzt nicht ganz nachvollziehen, warum sich die immer wieder placen. Okay, jetzt habe ich wieder Ritual Stones da. Aber hat der jetzt auch welche eingesaugt? Nee. Vielleicht baue ich den Master Ritual Stone nochmal ab. Das ist wahrscheinlich die Lösung. Allerdings haben wir jetzt nur 6 Ritual Stones hier. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Schauen wir mal rum. Oder habe ich die irgendwo anders hingelegt? Oder. Nee, da sind noch welche irgendwie. Toll, jetzt muss ich das hier nochmal aufschlagen, oder wie? 24. Ist das richtig? Nee, ne? Doch, das ist eine Blood Rune nämlich. Wie kommt das da hin? Okay, 24. Gut, gut, gut. Ich muss mir das mal nochmal ganz kurz anschauen mit dem Ritual. Momentchen. Okay, also wir brauchen für den Well of Suffering auf jeden Fall mehr Platz. Und natürlich auch für nach unten deutlich mehr Platz, weil da ja die Mobs alle irgendwo rein sollen. So. Jetzt müsste ich nur mal schauen, dass das auch funktioniert. So. So, so, so. Und so. So, der Teil kommt jetzt erstmal raus. Wir brauchen nämlich so eine Vertiefung, in die wir die Mobs reinwerfen. Die dann durch das Ritual Schaden nehmen. So. Das Ritual an sich möchte ich recht nahe hier oben am Altar haben, damit das auch funktioniert. Ich glaube, wir müssen noch eine Reihe rausreißen. Irgendwie stimmt das gerade eh nicht so. Und zwar bis hier sollte die am besten raus eigentlich. So. Und dann hier 2 rein. Also es braucht schon ordentlich Platz, das Ritual. Aber dafür haben wir danach halt nie wieder LP-Probleme. Das ist der Anfang der Automatisierung. Die ist natürlich ziemlich wichtig, behaupte ich jetzt mal zumindest. Okay. Also überall, wo wir noch stehen können, kommt quasi sowas hin. Und hier auch. So. Sehr schön. Und das Ganze müssen wir jetzt dann quasi ein paar Blöcke tief und dann wieder unten eine Platte reinbauen. Aber vorher sollten wir den Well of Suffering bauen. Und zwar ist die Frage, der Master Ritual Stone ist hier in der Mitte des Rituals. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wie weit darf der vom Altar weg sein? Ich hoffe mal, wenn ich den auf die Ebene hier baue, dann passt das.
Master Ritual Stone. So. So. Gut. Na, machen wir die mal dahin. So, dann probieren wir es nochmal. Ah. Okay, jetzt haben wir halt keine Runen mehr übrig. Jetzt haben wir keine Runen mehr übrig. Ritual-ID. Wir brauchen noch Ritual-Stones. Und die kriegen wir durch Reinforced Slates. Davon sollten wir nochmal 8 Stück machen, auf jeden Fall. Wie komme ich hier? Ach ja. So, einmal eine Runde schlafen. Dann kurz ein paar Reinforced Slates herstellen. Damit wir mehr Ritual Stones machen können. Machen wir also 8 Stück. Ich hoffe, ja doch, 8 müssten eigentlich reichen. Was habe ich gesagt? Wie viel brauchen wir insgesamt? 36. Moment, wir hatten 4. Komm, machen wir einfach 16, dann haben wir auch für die Zukunft genug. Dann haben wir auch für die Zukunft genug. Und praktischerweise können wir jetzt hier so ein. Wo ist das? Ja, wo ist das denn? So ein Buffer. Genau, so ein Item-Buffer nehmen. Den stellen wir jetzt nämlich neben den Altar. Oh Gott. Was hier los ist, ey. Ne, hier ist falsch. Hier ist das Falsche neben dem Altar. Das ist das Richtige neben dem Altar. Das ist eh schon auf Push. Und dann packen wir die 16 rein. Und dann werden alle auf einmal bearbeitet. Was uns natürlich enorm viel Zeit und Arbeit spart. Und da wir nur bis zu den Reinforced müssen, denke ich mal, ist das auch kein Problem mit den Dingern hier. Vielleicht sollte ich vorher noch kurz alles entsorgen. Was jetzt nicht direkt hilfreich ist. So, und hier fehlt noch eine Fackel. Fehlt hier noch irgendwo eine Fackel? Nee. Okay. Ja. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich würde sagen, ich mache mal einen Zeitraffer. Bis gleich. Leute, nach 8 Minuten, 8 Minuten. Okay, wir machen den Altar mal nochmal schnell voll. So, okay. Gut, dann brauchen wir jetzt Ritual Stones. Ritual Stone. Dafür brauchen wir diese Dinge und unseren Orb, der gerade wo ist. Also erstmal können wir den Müll hier kurz entsorgen. Wo ist der? Habe ich den noch hier drin? Ah ja. Okay, unser guter alter Blood Orb. Den wollen wir natürlich schon behalten. So, 16 Ritual Stones, das reicht easy. Okay, jetzt ist es, glaube ich, fertig. Ich glaube, es, ja doch, hier geht's nach oben und hier geht's nach unten. AW013 Suffering, aber es müsste passen, denn wir haben noch Ritual Stones da, aber er macht nicht weiter. Okay, nice.
Das bedeutet, wir haben erfolgreich den Well of Suffering, also den Brunnen des Leidens, erschaffen. Eins, zwei, drei, vier. Ich denke mal, das hier ist eine gute Base, oder? Dann können hier maximal drei hohe Mobs her. Das reicht auf jeden Fall für alle aus. Und ansonsten glaube ich, ist hier die Mitte? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl. Bloodstained Block. Vielleicht mal kurz eine Runde sleepen. Na, komm. So. Oh, okay. Bloodstained Block. Oh, es könnte eventuell knapp werden, aber nur eventuell. So. Und 1, 2, 3, 6, 7. Okay, egal. Und hier kommt dann quasi die. Bitte was? Was war das für ein Bug? Ein Bug, der mir genau das gibt, was ich brauche, oder wie? Akzeptiere ich jetzt einfach mal. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Also, ne? So. Es müsste eigentlich genau reichen für diesen Bereich. 1, 2, 3, 4. Tut es aber nicht, weil es ist doch eine 1 zu 1, ich nenne es mal Kopie von da oben. Verstehe ich nicht. Muss ich vielleicht auch nicht. Genauso wenig wie ich verstehe, warum plötzlich der eine rote da war. Muss ich auch nicht verstehen. Muss ich nicht. Ich muss gar nichts. Ich muss nur Monster leiden lassen. So. Okay. Okay. Das ist grundsätzlich ganz gut. Jetzt können wir uns noch den Weak Activation Crystal holen, um das Ganze auch wirklich funktionsfähig zu machen. Ja, aber nicht an dem System, sondern an dem hier. So. You feel a pull, but you are too weak to push. What? Wie? Ich bin too weak dafür. Wie viel Blut habe ich denn? 34.000 LP. Und wie viel braucht der Well of Suffering? FTB-Wiki ist immer gut. 50.000! Oh. Okay. 50. 50.000. Das ist mal ein bisschen was. Also ich kann jetzt auch mal ein bisschen eigenes Blut noch nehmen. Ich meine, warum nicht? Wahrscheinlich damit mich die Spinne hier töten kann. Das ist der optimale Grund. So. Jetzt brauchen wir noch 50.000, aber ich möchte das jetzt eigentlich noch schnell fertig kriegen. Wie viel haben wir jetzt? 40.000. Okay, es geht, es geht, es geht. Wir kriegen es hin.
50.000, ey. Ja, fast 44.000, also ein bisschen müssen wir jetzt noch warten. Aber ich weiß nicht, was mit diesen Spinnen ist. Die werden hier scheinbar irgendwie rausgeportet. Warum auch immer. So. Naja, da in den Altar 10.000 reinpassen, müsste es eigentlich ganz locker jetzt schon reichen. Jetzt haben wir noch mal kurz die XP auf. Die kommen nämlich auf der Seite hier wunderbar raus. Dann fragen wir unser Siegel. Okay, wir haben über 50.000, optimal. Der kann da drin bleiben und sich weiter aufladen, ist egal. So, Weak Activation Crystal. So, entweder ist gleich alles kaputt oder nicht. Das funktioniert auch bei denen, die da oben sind. Guckt mal. Die sterben jetzt automatisch. Oh, das ist so wunderschön. Okay, kommt. Mobs. Ja, doch, es füllt sich automatisch. Oh, ja. Okay, das ist ein Traum. Also wir bauen das hier trotzdem noch aus. In der nächsten Folge bauen wir das zu und setzen den Teleporter hier unten in die Mitte. Dann werden die alle hierhin geportet und von dem Ritual automatisch erledigt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.